Praise the Lord, mighty prophet of the Lord. Preist den Herrn, mächtiger Prophet des Herrn. Amen, Bishop Niswan. The Lord bless you very much. Amen, Bischof Niswan. Der Herr segne dich sehr. Thank you very much. Now, well, Bishop Niswan, the Lord has spoken with me. Vielen Dank. Nun also, Bischof Niswan, der Herr hat mit mir gesprochen. The Lord has spoken with me. Yesterday in the night, the Lord did speak with me. Der Herr hat mit mir gesprochen. Gestern in der Nacht sprach der Herr mit mir. I was seated on a chair. Ich saß auf einem Stuhl. Reading the Bible. Und ich habe die Bibel gelesen. And as I sat on that chair reading the Bible. Und als ich auf diesem Stuhl gesessen habe und die Bibel gelesen habe, then the Lord stole me away in a sleep. Dann entwendete mich der Herr in den Schlaf. And then he spoke with me about what is about to befall the earth. Und dann sprach er mit mir darüber, was kurz davor ist, auf der Erde stattzufinden. What is going to happen to the earth? Was auf der Erde passieren wird. Now I see. Jetzt sehe ich. A military aircraft. Ein Militärflugzeug. These very sophisticated strike aircraft. Diese sehr hochentwickelten Kampfflugzeuge. Like the F-35. Wie die F-35er. Yes, I see with bombs. Ja, ich sehe mit Bomben. Even the front part. Sogar das Vorderteil. The many bombs that are under. Die vielen Bomben, die dort unter sind. The aircraft, because the Lord made the aircraft fly above me like this. Dem Flugzeug. Denn der Herr brachte das Flugzeug dazu, über mich zu fliegen. So etwa. And is headed in that direction. Und ist geleitet in diese Richtung. So, it's very, very sophisticated, the F-35s. Nun, es ist sehr, sehr hochentwickelt, die F-35. I see a tremendous war that is coming. Ich sehe einen enormen Krieg, der kommen wird. And, und I have a feeling that, ich habe ein Gefühl, dass the Iran nuclear war that I've been prophesying since the year 2005 is about to take place. Der Iran-Atomkrieg, den ich seit 2005 prophezeite, ist kurz davor stattzufinden. Again. Nochmals. Since September 27th. 2005 from Mbeya, Tanzania. Seit dem 27. Dezember 2005 von Mbeya, Tanzania. When the Lord spoke to me at Mbeya, Tanzania. Als der Herr zu mir sprach in Mbeya, Tanzania. About this tremendous war, the nuclear war. Über diesen gewaltigen Krieg, den Atomkrieg. That is going to take place. Der stattfinden wird. The Iran nuclear war. Der Iran-Atomkrieg. When there will be two missiles, wenn es zwei Raketen geben wird, that strike the nuclear facility, die auf die Atomeinrichtung einschlagen, that is at the foot of a mountain in the desert, welches am Fuß eines Berges in der Wüste ist. And since then, I think that's Natanz nuclear center, something like that. Und seitdem denke ich, es ist Natanz Atomcenter, so etwa wie dies. But anyway, in Iran. Aber jedenfalls in Iran. Now again. Jetzt nochmals. This past night. Diese letzte Nacht. When I was seated down. Als ich gesessen hatte. On a seat. Auf einem Sitz. Reading the Bible. Und die Bibel gelesen hatte. And then. Und dann. That time the Lord steals me away. Und zu dieser Zeit entwendete mich der Herr. And he shows me these strike aircraft, the F-35. Und er zeigt mir diese Kampfflugzeuge, die F-35er. The top one. Die obersten. The stealth fighters. Die Tarnkappenjäger. The ones that can evade radar. Die, die den Radar ausweichen können. It's flying and as it was taking off, the Lord makes the plane take off over me like this, so I can see under the aircraft. Es fliegt. Und als es abfliegt, bringt der Herr das Flugzeug dazu, über mich so etwa, sodass ich unter dem Flugzeug schauen kann. There's so many bombs. Es gibt so viele Bomben, it's loaded with. Mit dem es geladen ist. So the earth is sitting right now at the brink of a major war. Die Erde sitzt nun am Rand von einem großen Krieg. I'm announcing here, ich verkünde hier, that I have seen a major war come to the earth, dass ich gesehen habe, dass ein großer Krieg zur Erde kommt. It's going to be a serious war, es wird ein ernster Krieg sein, to resolve this nuclear controversy, um diesen Atomstreit zu lösen. Nuclear crisis that has been protracted over many years. Die Atomkrise, die sich über viele Jahre hinweg hingezogen hat.
Iran versus the rest. Iran gegen den Rest. And, und you remember in that dream, erinnert ihr euch in diesem Traum of, September 27th, the year 2005, vom 27. September, das Jahr 2005. The two missiles. Die zwei Raketen. I think fired by aircraft. Ich denke, abgefeuert durch Flugzeuge. Or something. I don't know. It looks like fired. Now I'm beginning to understand they are fired by an aircraft. Oder etwas. Ich weiß nicht, ob. Ich fange jetzt an zu verstehen, dass sie abgefeuert werden von einem Flugzeug. Most likely not Tomahawk missiles from a cruise ship. Höchstwahrscheinlich nicht Tomahawk-Raketen von einem Kreuzfahrtschiff. From an aircraft carrier. Von einem Flugzeug. It looks like they send out strike aircrafts. Es sieht aus, dass sie Kampfflugzeuge heraussenden. And two, because I see their copper, the copper tails of those bombs, two of them. Und zwei, denn ich sehe, sie sind Kupfer, die Kupferenden von diesen Bomben, zwei von ihnen. The copper tails are spinning anti-clockwise. Die Kupferenden drehen sich gegen den Uhrzeigersinn. And then they strike this nuclear facility in Iran. Und dann fallen sie auf diese Atomeinrichtung in Iran. And the fire that explodes from there. Und das Feuer, welches von dort explodiert, goes as far as the east can go. Geht so weit, wie der Osten gehen kann. And as far as the west is. Und so weit, wie der Westen ist. And small flames, und kleine Flammen, that go almost up into heavens, die fast in den Himmel steigen, you know, up very high into the sky, hoch, sehr hoch in den Himmel. And the reason I knew it's nuclear, und der Grund, warum ich weiß, dass es nuklear ist, is because I see the small little flames, ist, weil ich die kleinen Flammen sehe, kleine Flammen, within the big historic fire the earth has never seen before. Innerhalb von dem großen historischen Feuer, welches die Erde niemals zuvor gesehen hat. And so we are sitting on the verge of a very major conflict. Und nun, wir sitzen an der Schwelle von einem sehr großen Konflikt. And yesterday the Lord now shows me. Und gestern, der Herr zeigt mir jetzt. These still fighters, only the US and Israel have this type of aircraft. Die Tarnkappenjäger, nur die USA und Israel haben diese Art von Flugzeugen. And it flies above me. Und fliegt über mich. And I see it headed that way. Und ich sehe, es geht in diese Richtung. So there is going to be a serious situation. Nun, es gibt eine ernsthafte Situation. Come to the earth. The earth is sitting on the verge of a major meltdown. Die zur Erde kommt. Die Erde sitzt an der Schwelle von einem großen Zusammenbruch. A major war. Einen großen Krieg. And remember, in that war, Israel must always win. Und erinnert euch, in diesem Krieg muss Israel immer gewinnen. So, again, I've seen the strike aircraft live with bombs. Und nochmals, ich habe die Kampfflugzeuge gesehen, wie sie aufbrachen mit Bomben. In that direction. In diese Richtung. So, Earth is sitting again on a major landmark. Nun, die Erde sitzt nochmals an einer wichtigen Station, die einen wichtigen Punkt in Richtung auf das glorreiche Kommen des Messias erzielt. We are all aware, uns ist allen bewusst, that nobody knows the day or the hour, dass niemand den Tag oder die Stunde weiß. And so, und nun, ich habe immer sehr very hesitant to locate that war. Ich war immer sehr zögerlich, diesen Krieg zu platzieren. On the prophetic timeline of the Lord. Auf der prophetischen Zeitlinie des Herrn. Because if I said, denn wenn ich gesagt hätte, that war, dass dieser Krieg is going to take place, passieren wird, and then the Messiah comes, und dann kommt der Messias, then the whole earth will essentially wait for that war. Dann wird im Grunde genommen die ganze Erde auf diesen Krieg warten, before it takes place, in order to prepare.
bevor es stattfindet, um sich vorzubereiten. And I would be better off saying, und es ist besser, wenn ich sage, that war takes place soonest, dass dieser Krieg baldmöglichst stattfindet. I would be very better off saying, es wäre sehr viel besser, wenn ich sage, that the coming of the Messiah comes before that war, dass das Kommen des Messias vor diesem Krieg kommt, that war takes place soonest, dass dieser Krieg baldmöglichst stattfindet, and und the Messiah comes before that war, der Messias vor diesem Krieg kommt, so that people are anyhow ready, sodass Leute in jedem Fall bereit sind. No matter the position of that war. Ganz gleich der Position von diesem Krieg. Instead of saying, wait for that war, anstatt zu sagen, wartet auf diesen Krieg. When it takes place, then you know the Lord comes. Wenn er stattfindet, dann wisst ihr, dass der Herr kommt. Because nobody knows the day or the hour where the Messiah comes. Denn niemand kennt den Tag oder die Stunde, wenn der Messias kommt. So even now, nun, sogar jetzt. I repeat the same proclamation, wiederhole ich die gleiche Proklamation of the Lord, von dem Herrn, that I cannot position that before the nations of the earth, dass ich nicht diesen Krieg vor den Nationen der Erde positionieren kann. Because I cannot tell them, denn ich kann ihnen nicht sagen, that look, dass schaut, that war will take place when the Messiah comes. No. Dieser Krieg findet statt, dann kommt der Messias. Nein. I want everyone and everybody to be ready for the glorious coming of the Messiah, regardless of that war. Jeder und jedermann sollte bereit sein für das glorreiche Kommen des Messias, ohne Bezug auf diesen Krieg. Regardless of the position of that war. Ohne Bezug zur Position von diesem Krieg. Why do I say so? Warum sage ich so? Because John 15. Denn am 15. Januar, diese gewaltige Unterhaltung, mit der mich der Herr privilegierte, in, that visitation when he took me, in dieser Unterhaltung, als er mich nahm and stood me by the gate of heaven, und mich an dem Tor des Himmels stellte, the gate to heaven, 20 to 30 meters away, das Tor zum Himmel, 20 bis 30 Meter entfernt, and I saw how glorious ship of Christ, und ich sah, wie die glorreichen Schafe von Christus, they were raptured, sie wurden entrückt, the beautiful holy church, die wunderschöne heilige Gemeinde, the mature bride, die reife Braut, the perfect bride, die perfekte Braut, the church that has prepared, has endured, die Gemeinde, die sich vorbereitet hat, ausgehalten hat, all the harassment, the blackmail, malice and slander of all die Belästigung, die Schwarzmalerei, Bosheit und Lästerei der Erde und hat Gerechtigkeit aufrechterhalten in all ihrem Tun und in ihren Herzen und in allem und mied jede Art von Sünde und Ungerechtigkeit. Ich sah sie eintreten. Just about 2 weeks or so. Vor ungefähr 2 Wochen oder so. Oh, 2 weeks now. It's coming to 3 weeks ago. 2 bis 3 Wochen jetzt. Es sind fast 3 Wochen her. This is fresh from the Lord. Das ist frisch vom Herrn. About 3 weeks ago, 2 to 3 weeks ago. Vor ungefähr 3 Wochen, 2 bis 3 Wochen vorher. This is really very hot and fresh from the Lord. Dies ist wirklich sehr heiß und frisch vom Herrn. Fresh from the throne of God. Frisch von dem Thron Gottes. When he took me and he stood me, als er mich nahm und mich hinstellte, about 20-30 meters from the door of heaven, ungefähr 20 bis 30 Meter von der Tür des Himmels, and I saw how they were entering and the glorious steps appeared, und ich sah, wie sie eintraten und die glorreichen Stufen erschienen, as they were stepping, they walked, als sie traten. Ein Schritt so und der zweite Schritt und sie waren drinne, die Herrlichkeit des Himmels. After that, the door was shut. Danach war die Tür geschlossen. The cloud came and covered them in. Die Wolke kam und bedeckte sie hinein. So,
Even as I talk about this war, und nun, sogar während ich von diesem Krieg spreche, I would like the nations of the earth to know that we are sitting on the verge of a major visitation, the coming of the Messiah. Möchte ich den Nationen der Erde wissen lassen über den großen Besuch von dem Kommen des Messias. The Lord has taken me now to the door. Der Herr hat mich jetzt zu der Tür gebracht. Now the Lord has taken me to the door. Jetzt hat der Herr mich zur Tür gebracht. I am standing at the door. Ich stehe an der Tür. I am announcing the coming of the Messiah now from the door. Ich verkündige jetzt das Kommen des Messias von der Tür aus. The door to heaven. This is where I'm standing now. Die Tür zum Himmel. Dort stehe ich jetzt. However, jedoch, I have also seen the military aircraft leave. Ich habe auch die Militärflugzeuge gesehen, wie sie aufbrechen. And there's going to be a strike. Und es wird einen Angriff geben. There's going to be an assault, a military assault, you know? Es wird einen Angriff geben. Ein militärischer Angriff, wisst ihr? The strike aircraft leave. Die Kampfflugzeuge brechen auf. These look like the stealth bombers, the strike aircraft, the F-35s. Diese sehen aus wie die Tarnkappenbomber, die Kampfflugzeuge, die F-35er. Those precision aircraft that evade radar. Diese makellosen Flugzeuge, die Radar ausweichen. The state-of-the-art aircraft. Die hochmodernen Flugzeuge. That can go and do some serious work. Die ernsthafte Arbeit leisten können. I have seen these things. Ich habe diese Dinge gesehen. And I announce them in your hearing. Und ich gebe sie bekannt in eurem Hören, dass wenn ihr diese Dinge hört, ihr niemals eure Herzen verhärten möget. You may now prepare your hearts for the glorious coming of the Messiah. Ihr möget jetzt eure Herzen vorbereiten für das glorreiche Kommen des Messias. What a beautiful time to live in, to have the announcement of the coming of the Messiah reach you. Was für eine wunderschöne Zeit, in der man lebt, dass die Bekanntgabe von dem Kommen des Messias eure Ohren erreicht. While your feet are still walking on this earth, on the soil of this earth. Während eure Füße noch gehen auf dem Boden von dieser Erde. To live to hear. And to be able to make substantive real gains in preparing in righteousness. Zu leben, um zu hören und in der Lage zu sein, beträchtliche Zurückgewinne zu machen. And absolute holiness and see eternity. Und absolute Heiligkeit und Ewigkeit zu sehen. That when it's all said and done, dass wenn alles gesagt und getan ist, you have a win-win. Ist für beide Seiten ein Gewinn. You lived on the earth. Ihr habt auf der Erde gelebt. You were born again on the earth. Ihr wart wiedergeboren auf der Erde. And then you enter heaven into eternity. Und dann tretest du in den Himmel ein, in die Ewigkeit. So this is a beautiful day. Dies ist also ein wunderschöner Tag. These are wonderful tidings of the coming of the Lord. Dies sind wunderschöne Nachrichten von dem Kommen des Herrn. This is great news that is reaching the four corners of the earth at this hour. Dies sind großartige Nachrichten, die die vier Ecken der Erde erreicht zu dieser Stunde. At this hour. Zu dieser Stunde. The most beautiful thing is ever for one to be born again, to be a Christian. Die wunderschönste Sache jemals für einen ist, wiedergeboren zu sein, ein Christ zu sein. To live als Christ zu leben. Because we are living in the hour of the church. Denn wir leben in der Stunde der Gemeinde. The hour of the church. Die Stunde der Gemeinde. This hour belongs to the church. Diese Stunde gehört der Gemeinde. We are seeing tremendous wonders. Wir sehen enorme Wunder. Tremendous signs. Enorme Zeichen. We are seeing our city on the verge of a shocking catastrophe, tragedy of famine and drought. Kenia saß am Rande von einer schockierenden Katastrophe, Tragödie der Hungersnot und Dürre. Und wir sehen, wie die errettende Hand von dem Herrn Regen zu ihnen bringt. People may grow, crop. Die Leute können die Ernte wachsen lassen. At least vegetable and everything, so the land is gradually submitted fully. Wenigstens Gemüse und alles. Als wenn das Land stufenweise völlig sich fügt. Under the authority of the Bible. Unter die Autorität der Bibel. Aber von der Katastrophe, die man sehen kann, an den anderen Stellen, wo der Regen nicht gefallen ist,
then you understand this was meant to be bad. This was going to be really bad. Dann kann man verstehen, dass dies Schlechtes bedeutete. Dies wäre sehr schlecht geworden. And the Lord's rescuing hand. Und die rettende Hand von dem Herrn. Even today, as we speak today, the historic rain in Makueni. Sogar heute, während wir sprechen, historischer Regen in Makueni. Bigger than the first rain they had. Größer als der erste Regen, den sie hatten. In Ukambani. In Ukambani. And so, what a beautiful time. Und nun, was für eine wunderschöne Zeit, to live, to be a Christian. Zu leben, um ein Christ zu sein. To say, I am born again. Zu sagen, ich bin wiedergeboren. How powerful. Wie mächtig. To say, I am born again. Zu sagen, ich bin wiedergeboren. And I've deliberately and intentionally purposed and resolved to walk in holiness because I want to see eternity with God. Und ich habe absichtlich und vorsätzlich beabsichtigt und beschlossen, in Heiligkeit zu gehen, weil ich die Ewigkeit mit Gott sehen möchte. Eternity in heaven. Ewigkeit im Himmel. And the Bible says, und die Bibel sagt, that he sent out his servant, dass er seinen Diener hinaussandte, to ask those for whom the banquet was prepared. Um diejenigen zu fragen, für die das Bankett vorbereitet wurde. He says a master, a father, er sagt, ein Master, ein Vater had prepared a wedding banquet for his son. Hat ein Hochzeitsbankett für seinen Sohn vorbereitet. Then he asked his servant, dann fragte er seinen Diener, to go and invite, to bring those who are invited. Um zu gehen und einzuladen und diejenigen zu bringen, die eingeladen sind. For whom the wedding banquet was prepared, the guests. Für diejenigen, für die das Hochzeitsbankett vorbereitet war, die Gäste. And he says, und er sagt, they reached, the servant reached and told them, der Diener kam und sagte ihnen, the fattened calf, das fette Kalb, the fattened calf have been slaughtered, fattened calf, das fette Kalb wurde geschlachtet, das fette Kalb have been slaughtered, wurde geschlachtet. But those to whom the message was given, aber diejenigen, denen die Botschaft gegeben wurde, sie waren beschäftigt und getäuscht. Sie waren in der Täuschung von der Welt gefangen. In der Täuschung von der Welt gefangen. Und sie verpassten es. Und er sagt, sie verdienen es nicht. Aber für euch, die eingeschaltet sind, ihr könnt euch mutwillig und zielbewusst vorbereiten und sagen, on that day you want to sit in heaven, an diesem Tag wollt ihr im Himmel sitzen, at that dinner table, in the portion of the church, an diesem Dinnertisch in der Portion der Gemeinde, the glorious portion of the church, die glorreiche Portion von der Gemeinde, that fattened calf, dieses fette Kalb, that is the inheritance, das ist das Erbe, the portion that God has cut out, he has cut out for the church, die Portion, die Gott für die Gemeinde herausgeschnitten hat, which you will enjoy at that dinner table, welche sie genießen wird an diesem Esstisch. That is the portion of the church's inheritance. Das ist die Portion von dem Erbe der Gemeinde. The eternity that is apportioned to the church. Die Ewigkeit, die für die Gemeinde zugeteilt wurde. The glory apportioned her. Die Herrlichkeit, die ihr zugeteilt wurde. The joy apportioned her. Die Freude, die ihr zugeteilt wurde. The perfect worship of well-being. Die perfekte Anbetung von dem Wohlsein. Of health. Von Gesundheit. That is apportioned her. Die ihr zugeteilt wurde. And seated there with Abraham, und dort zu sitzen mit Abraham, Isaac and Jacob, Isaac und Jakob, and the God of Abraham, und den Gott von Abraham, Isaac and Israel. Isaac und Israel. And decide. Und entscheidet euch. You can make that decision today. Ihr könnt heute diese Entscheidung treffen. Because the Lord has continued to announce. Denn der Herr hat fortgesetzt, das Kommen des Messias zu verkünden. Over and over and over again. Nochmals, nochmals und nochmals. If there is any message the Lord has sent me with, wenn es irgendeine Botschaft gibt, mit der mich der Herr gesandt hat, ever since I came, seitdem ich gekommen bin, is repent, ist, tut Buße. Repent
repent and turn away from sin. Tut Buße und kehrt von der Sünde ab. Repent and return to righteousness. Tut Buße und kehrt zurück zur Gerechtigkeit. Uphold holiness in your heart. Habt Heiligkeit in eurem Herzen. The Messiah is coming. Der Messias kommt. Consistently. Beständig. Every dream, jeder Traum. Every vision, jede Vision. Every voice that speaks to me, jede Stimme, die zu mir spricht. The coming of the Messiah. Das Kommen des Messias. One day, the words of my tongue will be fulfilled on this earth. Eines Tages werden sich die Wörter von meiner Zunge erfüllen auf dieser Erde. And in heaven. Und im Himmel. And that is the day I will dance before the Lord and say, I told you. Und das ist der Tag, an dem ich vor dem Herrn tanzen werde und sagen werde, ich sagte euch. Oh, how I pray and wish that you don't be there to hear me say, I told you. Oh, wie ich bete und wünsche, dass ihr nicht da sein werdet, um mich zu hören, dass ich sage, ich sagte euch, that you have been taken up, dass ihr hochgenommen wurdet. But I have seen that now the announcement is at the door. Aber ich habe gesehen, dass jetzt die Bekanntgabe an der Tür ist. I am now standing 20 to 30 minutes to the entrance to heaven. Ich stehe jetzt 20 bis 30 Meter am Eingang zum Himmel. And the humongous glory of God that's bigger than half the earth. Und die gigantische Herrlichkeit des Herrn, die größer ist als die halbe Erde, was over there. War dort drüben. And they were entering and the glorious steps appeared as they stepped on and entered. Und sie traten ein und die glorreichen Treppen erschienen, als sie auftraten und hineingingen. The announcement on the glorious coming of the Messiah is now taking place at the door to heaven. Die Bekanntmachung von dem glorreichen Kommen des Messias passiert jetzt an der Tür zum Himmel. This is the time to wind up, to finish up all the things of the earth. Dies ist die Zeit zum Beenden, um die Dinge auf der Erde zu beenden. To prepare and ready perpetually every hour. Sich vorzubereiten und ständig bereit zu sein, jede Stunde. To bear a repentant heart. Ein bußetuendes Herz zu tragen. Those of you from many so-called developed nations, diejenigen von euch, von vielen sogenannten entwickelten Nationen, you must make sure now that development does not block you from eternity. Ihr müsst jetzt sicherstellen, dass diese Entwicklung euch nicht von der Ewigkeit blockiert. Watch your dressing if you are women. Gebt Acht auf eure Kleidung, wenn ihr eine Frau seid. Watch your dressing if you are men. Gebt Acht auf eure Kleidung, wenn ihr ein Mann seid. Watch your heart. Überwacht euer Herz. What movies do you watch? Welche Filme ihr schaut. What is your lifestyle? Was ist dein Lebensstil? What do you engage in? Are you holy? Mit was beschäftigst du dich? Bist du heilig? Are you righteous? Is the Spirit of the Lord purifying you? Bist du rechtschaffend? Reinigt dich der Geist des Herrn? From glory to glory. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Or you are still part of the big, grand apostasy in the church. Oder bist du immer noch Teil von dem großen, gewaltigen Abfall des Glaubens in der Gemeinde? The moment of truth is here. Der Moment der Wahrheit ist hier. And this is a beautiful hour. Und dies ist eine wunderschöne Stunde. Because you rather prepare now. Denn ihr bereitet euch lieber jetzt vor. Than to be shocked on that day. Als schockiert zu sein an diesem Tag. When he shall say. Wenn er sagen wird. To tell you the truth. Um euch die Wahrheit zu sagen. I know ye not. Ich kenne euch nicht. Those who have ears, prepare for the coming of the Lord. Diejenigen, die Ohren haben, bereitet euch vor für das Kommen des Herrn. My King, my Lord is coming. Mein König, mein Herr, er kommt. He's coming to take a wonderful holy church. Er kommt, um eine wundervolle, heilige Gemeinde zu nehmen. A glorious church. Eine glorreiche Gemeinde. A beautiful church that has been faithful to him. Eine wunderschöne Gemeinde, die glaubenstreu zu ihm war. Maintained faith in Christ Jesus. Die den Glauben an Jesus Christus aufrecht erhielten. Has walked in faith. Im Glauben gegangen ist. No matter the tribulation of this earth. Unabhängig von der Trübsal auf dieser Erde. But has been faithful unto righteousness. Aber treu zur Rechtschaffenheit war. Has abided herself unto holiness. Sie hat sich in Heiligkeit gehalten. Has lived a separated life. Hat ein separiertes Leben gelebt. May the Lord bless you. Möge der Herr euch segnen. The Messiah is coming. Der Messias kommt. Shalom.